Ja, moin zusammen. Wie Sie sehen, grün. Grüne Wiese. Hier, ich bin auch da. So. Zum letzten Video gab es einige Kommentare, wo ich mir dachte, so von wegen, alter Schwede, da ist ja ganz schön viel Halbwissen im Umlauf, was Airbags angeht. Hier haben wir einen handelsüblichen Airbag. Land Rover in dem Fall. Sieht man hier auch. Ne? Es hieß zum Beispiel, Erschütterungen dagegen treten und sowas alles in der Richtung ist zu vermeiden. Ich wäre wirklich sehr enttäuscht, wenn der jetzt aufgehen würde. Airbags werden elektrisch gezündet. Und sie selber entscheiden nicht, wann das ist. Deswegen ist dieser Steckkontakt da unten dran vom Steuergerät. Das Steuergerät registriert die Verzögerung, wie viel G anliegen und zündet dann entsprechend bei einer Geschwindigkeit von oberhalb von 30 km/h. Nicht vorher. Also dieses Treten gegen die Stoßstange, der Airbag geht auf, Quatsch. Ne? Ist Blödsinn. Unterhalb von 30 km/h geht kein Airbag auf. Ich füge euch mal ein paar Crashtests ein, die ich mal gemacht habe. So, wie man sieht, da geht gar nichts auf und der Airbag war aktiv. Ne? Der geht nicht auf. Unterhalb von 30 km/h, deswegen fahre ich unterhalb von 30 km/h solche Geschichten. Ja, jetzt nochmal. Du kannst das Ding den ganzen Tag durch die Gegend werfen, da wird nichts passieren. Das Problem beim Airbag, beim Ausbau, ist nicht die Erschütterung. Wenn ihr das Ding durch die Gegend werft, wird es nicht aufgehen. Ja? Dieses Ding braucht immer einen elektrischen Impuls, um zu zünden. 12 Volt, um genau zu sein. Ja? Nichts sonst löst ihn aus. Was ihn auslösen kann, statische Aufladung. Ihr kennt das selber. Ihr habt synthetische Klamotten an. Reibt zweimal über die Couch und schon habt ihr die Haare zu Berge stehen und solche Scherze alles, ne? Dann seid ihr aufgeladen. Wenn ihr das Ding dann anfasst, dann Halleluja. Dann geht halt richtig los. Das bedeutet, Finger weg von dem Airbag, wenn ihr Synthetikklamotten anhabt. Immer schön Baumwolle tragen. Ich bin jetzt auch ganz in Baumwolle gekleidet, inklusive Jogginghose und Wollsocken. Wenn ich in die Dinger dran gehe, ist das einfach so. Das ist mein persönlicher Schaden. Das muss man nicht machen, ist aber besser. Man kann auch mit dem Erdungskabel durch die Gegend laufen. Muss man aber auch nicht unbedingt. Also ich finde das Erdungskabel wesentlich lächerlicher als Baumwollklamotten. Ja. So, wie gesagt. Airbag geht so nicht auf. Jetzt schrieb jemand, Lukas glaube ich, warum ich das denn nicht zeigen würde. Ich darf das gar nicht zeigen. Ne? Nicht eingewiesene Personen haben an Airbags nichts verloren. So viel zur Theorie. Ja. Das ist ganz schlicht und ergreifend, hat das auch natürlich auch sicher eine Bewandtnis. Du kannst dich umbringen mit dem Ding. Du kannst dich wirklich umbringen mit dem Ding. Das ist kein Scherz. Das hat richtig Energie. Werden wir gleich noch sehen. Zeige ich euch gleich, wie viel Energie das Ding hat.
Wir werden mal einen kleinen Testaufbau machen, um genau zu sein. Muss der gleich dann trauben als Versuchskaninchen. Der taugt nicht wirklich viel als Kaninchen, aber als Versuchsaufbau. Ja. Bevor er weggeht, kann er noch ein bisschen nützlich sein. Kann er noch ein bisschen nützlich sein und uns noch die eine oder andere Erkenntnis liefern. Ja. Wie gesagt, Airbags sind Sprengstoff gefüllt. Beziehungsweise ist eine Sprengstoffkartusche drin, die wird elektrisch gezündet. Machst du etwas falsch, weißt du nicht, was du machst, bumm, Kopf weg. Kein Witz. So, ich mache den Versuchsaufbau fertig, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, wie man sieht, ist da schon ordentlich Dampf hinter. Genau gesagt, hat er die Haube einmal kurz durchgebogen. Macht er übrigens auch mit deinem Gesicht. Man jetzt sehr schön sieht, da ist jetzt der Airbag, vorher war da keiner. Die ganze Haube ist hier einmal deformiert. Der qualmt noch. Ja. So sieht's aus. Und das möchtet ihr sicherlich nicht ins Gesicht kriegen. Na? Wie gesagt, durch die Gegend werfen, dagegen treten, kein Ding. Passiert nichts. Ja, mir ist bekannt, dass windig ist. Wir haben ja auch Sturm. Einfach so, wir müssen einfach uns an die Regeln halten beim Airbag, keine Legendenbildung zulassen, ganz wichtig, es ist des Öfteren ja mal so, ne? Und Finger weg von den Dingern, wenn du keine Ahnung hast, ganz einfach, sonst eventuell Rübe weg, ne? So eine Motorhaube ist jetzt auch nicht unstabil und der hat die einmal richtig kräftig durchgebogen. Mal abgesehen davon, dass die Dinger scheinbar beschissen heiß sind, der qualmt sogar noch. Ne? Ja. Interessant ist übrigens, das Land Rover Emblem wird rausgesprengt, ist weg. Die wollen mit dem Ding nichts mehr zu tun haben, wenn es einen Unfall hatte. Gut zu wissen. Also die Haube hat sich einmal richtig schön nach oben gebogen. Ich zeige es nochmal von der Seite. Selbst hier ist er aus den Angeln gehoben worden. Ne? Das ist ordentlich Energie. Ne? Also nicht dran rumfummeln an solchen Dingern, wenn man nicht den richtigen Plan davon hat. Na, gerade im Internet ein schönes Auto gefunden. Und was ist los? Genau jetzt. Kein Geld da. Ja, wenn am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist. Ja, blöde Sache. Schade. Hätte ich gerne gehabt. Aber da fehlen gerade ein paar hundert Euro. Also geht's einfach nicht. Das ist absoluter Kult. Wirklich absoluter Kult. Ich blende euch das mal ein. Ja, hör mal, mit dem 92er Turbodiesel, ne? 129 PS, aber wirklich stark wie ein Büffel, das Ding. Eine Bekannte fährt das Ding als Krankenwagen, also den gleichen Motor. Wir haben echt Mühe, mit dem Land Rover hinten dran zu bleiben. Also die Dinger haben richtig Pfund, ne? Also richtig Drehmoment. Und in der Variante das perfekte, wirklich das perfekte Schnellcamping-Urlaub-Auto. Ja, und ausgerechnet jetzt fehlt der Kaufpreis. Das ist immer so. Scheiße. Ja, im Land Rover habe ich gestern auch gearbeitet. Ja, man sieht's, Wickelfeder kaputt.
Einmal alles neu. Habe ich nicht gefilmt. Naja. Ja, Sommertorenbrett auch mal gleich ein bisschen modifiziert. Es gibt keine Check Engine Lampe mehr. Ah, ich werde die Pumpe noch mal umstellen. Der Drehzahlmesser hat auch noch keine Lust. Ja, und ich habe das Lenkrad mal gerade gestellt. Ich habe ja die Lenkung ausgetauscht. Und also das Lenkgestänge nach vorne, ne, zum Lenkgetriebe, vom Lenkrad aus, hatte zu viel Spiel. Und ja, nicht ganz so gerade wieder zusammengebaut, wie ich dachte. So, das ist das Lenkgestänge, was ich ausgebaut habe. Und hier unten das Gelenk und das Gelenk sind ein bisschen sehr wackelig, finde ich. Hat man gemerkt in der Mittellage. Hier die Hardyscheibe ist okay. Das ist die Lenksäule quasi, ne? Ja. Ne, die Hardyscheibe, das war alles ein bisschen fadenscheinig, ehrlich gesagt. Ich habe im Lenkrad ungefähr einen Zentimeter Spiel gehabt. Das ging mal gar nicht mehr. Dann ist das einmal hier, sieht man auch, dass es im Gelände ein bisschen was abgekriegt hat. Man lenkt auch mal gegen den Felsen, ne? Naja, ist schnell ausgetauscht. Hab halt nur nicht so richtig die Mitte getroffen. Und da fällt auch schon das erste Bauteil runter. Ja. Naja, so. Lieber austauschen. Kostet auch komplett nicht die Welt bei dem Auto. Also von daher. Ja, in der Richtung ist er wirklich unangenehm. Merkt ihr dieses Ruckeln? Ja, das ist das Kreuzgelenk da unten. Ja, im Volvo geht es immer noch nicht weiter. Noch nicht zugekommen, ernsthaft. Ich bin nicht mal in die Garage gekommen, großartig. Die Lichtmaschine steckt da immer noch drin. Ich brauche den Motorkran, muss den Motor kurz wegheben, dass ich den da rauskriege, den Kollegen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Naja, irgendwas ist ja immer. Stichwort Tuning. ECU-Tuning, beziehungsweise Chip-Tuning und sowas alles in der Richtung. Optimierung. Dazu habe ich mal einen kleinen Film gemacht. Wenn du diese Basis nicht hast, wirst du auch nur in Bezug auf Optimierung bei fertigen Files enden, wo du das dann hinterher heißt Stage 1, Stage 2, Stage 3, was totaler Blödsinn ist. Ne? Das ist vorgefertigter Blödsinn, der hat mit dem Auto nichts zu tun. Und damit fährst du den Motor sauer irgendwann. Ne? Bei Fehlbenutzung. Nennen wir es mal so. Die Grundlagen des Optimierens bei einem Diesel sind ein bisschen anders. Ja, im Moment raucht der Discovery noch ziemlich, wenn er kalt ist. Ist aber auch kein Cut drin, also von daher darf er das im Moment noch. Ja, so ist das. Da habe ich mal einen kleinen Film zugemacht und ich hoffe, der gefällt euch. Mit dem ganzen Remapping ist das so eine Sache. Man kann sich das, glaube ich, erst vorstellen, was man da veranstaltet am Computer, wenn man das manuell gemacht hat. Wie gesagt, wir haben 2,5 Liter Direkteinspritzer. Steht auch oben vorn schön drauf, TDI. Ja. Ohne Nockenwelle im Zylinderkopf. Laut Manometer liegen wir jetzt so bei 1,7 Bar Ladedruck. Mit einem kleinen, klitzekleinen Overboost mit 2 Bar, wenn Kickdown getreten wird. Ist ja eine Automatik, ne? Hier haben wir die Einspritzpumpe. Dieser Deckel hier oben drauf, das ist die Ladedruckanreicherung. Das bedeutet, liegt Ladedruck an, wird hier eine Membran bedient, die mehr Sprit reinschmeißt. Ne? Alles nicht so kompliziert. Diese kleine Schraube hier oben zum Beispiel ist die Rauchreduktion. Ne? Die hier. Darunter ist das Star Wheel und so weiter. In der Richtung kann man die Spannung von der Membran noch beeinflussen. Ja, dann haben wir hier auf der Rückseite, um genau zu sein, da haben wir die Einstellschraube, wie viel Sprit anliegt. Also grundsätzlich. Ja,
Das kann man jetzt natürlich alles hirnlos aufdrehen, dann hält der Motor 5 Sekunden und das war's dann. Hier sieht man den Ladeluftkühler aus der Manufaktur. Und man sieht, wenn man hier runter guckt, dass ich den Halter umbauen musste, dass das dickere Ding da reinpasst. Wir sitzen im Lupo, wie man sieht, 465.712, also er wird durchaus bewegt. So, ich habe eine zweite Map geschrieben, so, mal gucken, wie die um die Ecke kommt. Dieser Computermonitor ist echt kacke, mit seiner Spiegelei, 1,4 Ti haben wir. Schreiben. Wir nehmen Lupo Version 2. Also zum Look anmachen wäre vielleicht super. Ja. Gebläse aus, brauchen wir jetzt nicht. Jetzt sehe ich nichts. Ah, jetzt geht's los. Ja. Jetzt wird der alte Datenstand gelöscht. Der neue Datenstand kommt drauf. Mehr darauf achten, wie gesagt, Batterie vom Auto und Batterie vom Laptop bitte voll. Ansonsten ans Ladegerät hängen, Schrägstrich hier ans Netzteil. Wenn man sich das Steuergerät einmal rüstet, viel Spaß. Ja. Spiegel, aber auch wie blöd das Ding, ne? Dieser Monitor nervt. Ja, gut, dann melden wir uns gleich wieder, wenn das Ding programmiert ist. So, als allererstes merken wir, der Leerlauf ist wesentlich ruhiger. So, Rückwärtsgang ist drin. Und er kackt nicht mehr ab. Vorher hat er das Problem gehabt, dass er der Leerlauf, der war sehr schwach. Also da war nichts hinter. Die Drehzahl selber habe ich nicht erhöht, aber die Spritmenge ein bisschen angepasst. Jetzt lässt er sich fahren wie ein SDI quasi. Da geht's auch, ne? Motor an, Rückwärtsgang rein, Kupplung loslassen, der fährt los. Braucht kein Gas geben. Ja. Also das Drehmoment im Leerlauf ist ein bisschen besser. Dann wollen wir mal gucken. Und wie gehabt wird man jetzt so nichts merken. Das ist jetzt wie gesagt auch keine Stage 1 Optimierung oder sowas in der Richtung. Ich passe halt Stück für Stück an. Ja, man merkt ja, welche Bedürfnisse man hat. Nach wie vor wäre es schön, wenn wir im fünften Gang durchs Dorf könnten und danach wieder beschleunigen können. Jetzt ist der, ich glaube, dritte drin. Ja.
man merkt natürlich, dass das Getriebe auch eine 500.000 Kilometer runter hat. Also der eine oder andere Synchronring ist da auch schon. Also man muss schon sinnig fahren und überlegen, was man macht. Mal schauen, vielleicht wechsle ich nochmal das Öl, aber die Getriebe kosten auch nur so um die 200 Euro. Mal sehen. Weiß ich noch nicht. Temperatur haben wir schon ein bisschen, der lief gerade noch. Ich finde den sehr ruhig. Halt mal einmal davor. Mal einmal ein bisschen Gas. Ja, genau deswegen. Einmal kurz überholen. Genau das wollte ich noch mal haben. Deswegen habe ich da auch noch mal angepasst. Der wird meistens, so wie er jetzt gerade fährt, wird er bewegt. Ne? Wir müssen uns drüber unterhalten. Aber es gibt genug landwirtschaftliche Geräte, die hier durch die Gegend eiern oder an dem Weg stehen. Schnell überholen die Sicherheit. Ne? So, da ist der Ortsausgang. Mal gucken, wir sind im 5. Ne? Noch einmal durchdrehen, bitte. Das war schon durchgetreten. Ja, er ruckelt auch nicht mehr so. Ja, scheint geklappt zu haben. Wollen wir gucken, wie der Verbrauch wird, aber ansonsten scheint es zu funktionieren. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist eigentlich nicht so wahnsinnig kompliziert, einen Diesel zu optimieren, aber es gibt eine gewisse Grenze. Ab da machst du mehr kaputt, als dass du schnell machst. Ist einfach so. Ja. Wenn die gute Frau, die gute Mutter von diesem Typen mal zahlen würde und ihrer Verantwortung nachkommen würde, vielleicht haben sie auch einfach kein Geld, vielleicht können sie ihre Schulden nicht bezahlen, weiß ich nicht, wird der Gerichtsvollzieher klären, wenn sie jetzt auf meine Mahnung nicht reagiert, dann könnte ich mir das Fahrzeug kaufen, was ich euch gerade gezeigt habe, ganz bequem, aber Pustekuchen. Ja, stattdessen habe ich hier einen kaputten Jetta, den ich nicht mehr gerade kriege, wie man hier sieht, ist da nichts mehr zu machen, großartig. Nein, ich werde den nicht auf die Richtbank packen. Es ist immer noch ein Jetta. Wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen. Das sind 3.000 Euro wert. 4.000 Euro wert, wenn er keinen Rost hat, so wie dieser hier. Ja, und den kompletten Vorderwagen neu machen, ne? Auf der Rahmenlehre, da sind wir ungefähr bei 5.000 bis 6.000. Also Kirche und Dorf, ne, gehört schon mal zusammen. Ja, das ist ja wirklich total traurig um das Auto, aber ich habe keine Rahmenlehre für den Jetta. Wenn, dann würde ich das sowieso nur selbst machen. Ich habe schon Autos gesehen, die sind vorne und hinten in verschiedene Richtungen gefahren. Nach einer Rahmenrichtung. Ne? Ich traue da nur mir selber, ehrlich gesagt. Lieber nicht. Ich kenne hier auch keinen Betrieb, der sowas macht. Ja. Gut. Ich denke, wir warten auf den nächsten Sturm. Ich wünsche euch einen sanften Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal.